In der kalten Jahreszeit verwandelt sich das Großraumbüro in eine lebensfeindliche Winterlandschaft. Während sich draußen eisige Kälte breitmacht, hat sich der mitteleuropäische Großraumbüromensch einen künstlichen Mikrokosmos geschaffen. Doch auch hier lauern Gefahren. Die trockene, warme Luft bildet nicht nur ein ideales Klima für Viren aller Art. Vor allem der hohe CO2-Gehalt lässt den Büromenschen ermüden. Mit schweren Gliedern schleppt er sich durch das karge Gelände auf der Suche nach einer Quelle, um Energie zu schöpfen. Eine beschwerliche Reise durch die weiten Flure der Bürosteppe beginnt. Der Büromensch ist eine durchaus beharrliche Spezies und kann sich seiner Umgebung rasch anpassen. Doch diese Quelle ist bereits versiegt. Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Gegen das lebensfeindliche Klima ist der Homo erectus nicht gewappnet und erliegt den widrigen Bedingungen. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. 46% aller Angestellten sind mit ihren Arbeitsbedingungen unzufrieden und suchen nach Auswegen. Wir haben die Lösungen. Für weniger Wildnis in Ihrem Büro. Fraunhofer IBP. Wir gestalten die Arbeitswelt von morgen.